Hallo liebe Strickfreunde, hallo liebe Freunde meines Kanals. Es ist der 13. Dezember und ich lese euch heute die vierte Geschichte vor von der Schneekönigin. Vielleicht schaffe ich es auch noch eine weitere Geschichte vorzulesen, denn man möchte ja auch gerne noch andere Märchen hören. Also, die vierte Geschichte heißt Prinz und Prinzessin. Gerda musste wieder ausruhen, da hüpfte dort auf dem Schnee der Stelle, wo sie saß, gerade gegenüber eine große Krähe, die hatte lange gesessen, sie betrachtet und mit dem Kopfe gewackelt. Nun sagte sie, kra, kra, guta, guta. Besser konnte sie es nicht herausbringen, aber sie meinte es gut mit dem kleinen Mädchen und fragte, wohin sie so allein in die weite Welt hinausginge. Das Wort allein verstand Gerda sehr wohl und fühlte recht, wie viel darin lag. Und sie erzählte der Krähe ihr ganzes Leben und Schicksal und fragte, ob sie Kai nicht gesehen habe. Und die Krähe nickte ganz bedächtig und sagte, das könnte sein, das könnte sein. Wie? Glaubst du? Rief das kleine Mädchen und hätte fast die Krähe totgedrückt. So küsste sie diese. Vernünftig, vernünftig, sagte die Krähe. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, es kann sein, der kleine Kai. Aber nun hat er dich sicher über der Prinzessin vergessen. Wohnt er bei einer Prinzessin? Fragte Gerda. Ja, höre, sagte die Krähe. Aber es fällt mir so schwer, deine Sprache zu sprechen. Verstehst du die Krähensprache? Ein bei den Kindern übliches, durch Hinzufügung von Silben und Buchstaben an jedes Wort entstehendes Kauderwelsch. Also das ist die Krähensprache. Dann will ich besser erzählen. Nein, die habe ich nicht gelernt, sagte Gerda, aber die Großmutter verstand sie und auch sprechen konnte sie diese Sprache. Hätte ich sie nur gelernt? Tut gar nichts, sagte die Krähe. Ich werde erzählen, so gut ich kann. Aber schlecht wird es gehen. Dann erzählte sie, was sie wusste. In dem Königreiche, in welchem wir jetzt sitzen, wohnt eine Prinzessin, die ist ganz unbändig klug. Aber sie hat auch alle Zeitungen, die es in der Welt gibt, gelesen und wieder vergessen. So klug ist sie. Neulich saß sie auf dem Throne und das ist doch nicht so angenehm, wie man sagt. Da fing sie an, ein Lied zu singen und das war dieses. Weshalb soll ich mich nicht verheiraten? Höre, da ist etwas daran, sagte die Krähe und so wollte sie sich verheiraten. Aber sie wollte einen Mann haben, der zu antworten verstehe, wenn man mit ihm spreche. Einen, der nicht bloß dastehe und vornehm aussehe, denn das sei zu langweilig. Nun ließ sie alle Hofdamen zusammentrommeln und als diese hörten, was sie wollte, wurden sie sehr vergnügt. Das mag ich leiden, sagte sie. Daran dachte ich neulich auch. Du kannst glauben, dass jedes Wort, was ich sage, wahr ist, fügte die Krähe hinzu. Ich habe eine zahme Geliebte, die geht frei im Schloss umher und die hat mir alles erzählt. Die Geliebte war natürlich auch eine Krähe, denn eine Krähe sucht die andere und es bleibt immer eine Krähe. Die Zeitungen kamen sogleich mit einem Rande von Herzen und der Prinzessin Namenszug heraus. Man konnte darin lesen, dass einem jeden jungen Manne, der gut aussehe, freistehe, auf das Schloss zu kommen und mit der Prinzessin zu sprechen. Und derjenige, welcher so spreche, dass man hören könne, er sei dort zu Hause und der am besten spräche, den wolle die Prinzessin zum Mann nehmen. Ja, ja, sprach die Krähe, du kannst es mir glauben, es ist so gewiss wahr, als ich hier sitze. Junge Männer strömten herzu. Es war ein Gedränge und ein Laufen, aber es glückte weder am ersten
noch am zweiten Tage. Sie konnten alle gut sprechen, wenn sie auf der Straße waren, aber wenn sie in das Schlosstor traten und die Gardisten in Silber sahen und die Treppen hinauf die Lakaien in Gold und die großen erleuchteten Säle, dann wurden sie verwirrt. Und standen sie gar vor dem Throne, wo die Prinzessin saß, dann wussten sie nichts zu sagen als das letzte Wort, was sie gesprochen hatte. Und das noch einmal zu hören, dazu hatte sie keine Lust. Es war, als ob die Leute drinnen Schnupftabak auf den Magen bekommen hätten und in den Schlaf gefallen wären, bis sie wieder auf die Straße kamen. Dann erst konnten sie wieder sprechen. Da stand eine Reihe vom Stadttore an bis zum Schlosse. Ich war selbst drinnen, um es zu sehen, sagte die Krähe. Sie wurden hungrig und durstig, aber auf dem Schlosse erhielten sie nicht einmal ein Glas Wasser. Zwar hatten einige der Klügsten Butterbrot mitgenommen, aber sie teilten nicht mit ihrem Nachbar. Sie dachten so, lass ihn hungrig aussehen, dann nimmt ihn die Prinzessin nicht. Aber Kai, der kleine Kai, fragte Gerda, wann kam der? War er unter der Menge? Warte, jetzt sind wir bei ihm. Es war am dritten Tage, da kam eine kleine Person ohne Pferd und Wagen, fröhlich gerade auf das Schloss zumarschiert. Seine Augen glänzten wie deine, er hatte schönes, langes Haar, aber sonst ärmliche Kleider. Das war Kai, jubelte Gerda. Oh, dann habe ich ihn gefunden, und sie klatschte in die Hände. Er hatte ein kleines Ränzel auf dem Rücken, sagte die Krähe. Nein, das war sicher sein Schlitten, sagte Gerda, denn mit dem Schlitten ging er fort. Das kann wohl sein, sagte die Krähe. Ich sah nicht so genau danach. Aber das weiß ich von meiner zahmen Geliebten, dass er, als er in das Schlosstor kam und die Leibgardisten in Silber sah und die Treppe hinauf die Lakaien in Gold, nicht im Mindesten verlegen wurde. Er nickte und sagte zu ihnen, das muss langweilig sein, auf der Treppe zu stehen. Ich gehe lieber hinein. Da glänzten die Säle von Lichtern, Geheimräte und Exzellenzen, gingen mit entblößten Füßen und trugen Goldgefäße. Man konnte wohl andächtig werden. Seine Stiefel knarrten gar gewaltig laut, aber ihm wurde doch nicht bange. »Das ist ganz gewiss, Kai«, sagte Gerda. »Ich weiß, er hat neue Stiefel an. Ich habe sie in der Großmutterstube knarren hören.« »Ja, freilich knarrten sie«, sagte die Krähe. Und frischen Muts ging er gerade zur Prinzessin hinein, die auf einer großen Perle saß, die so groß wie ein Spinnrad war und alle Hofdamen mit ihren Jungfern und den Jungfern der Jungfern und alle Kavaliere mit ihren Dienern und den Dienern der Diener, die wieder einen Burschen hielten, standen ringsherum aufgestellt und je näher sie der Tür standen, desto stolzer sahen sie aus. Des Dieners Burschen, der immer in Pantoffeln geht, darf man kaum anzusehen wagen. So stolz steht er in der Türe. Das muss greulich sein, sagte die kleine Gerda. Und Kai hat doch die Prinzessin erhalten. Wäre ich nicht eine Krähe gewesen, so hätte ich sie genommen und dessen ungeachtet, dass ich verlobt bin. Er soll eben so gut gesprochen haben wie ich, wenn ich die Krähensprache spreche. Das habe ich von meiner zahmen Geliebten gehört. Er war fröhlich und niedlich. Er war nicht gekommen zum Freien, sondern nur, um der Prinzessin Klugheit zu hören. Und die fand er gut und sie fand ihn wieder gut. Ja, sicher, das war Kai, sagte Gerda. Er war so klug. Er konnte die Kopfrechnung mit Brüchen. Oh, willst du mich nicht auf dem Schlosse einführen? Ja, das ist leicht gesagt, antwortete die Krähe. Aber wie machen wir das? Ich werde es mit meiner zahmen Geliebten besprechen.
Sie kann uns wohl Rat erteilen, denn das muss ich dir sagen. So ein kleines Mädchen wie du bist, bekommt nie die Erlaubnis, hineinzukommen. Ja, die erhalte ich, sagte Gerda. Wenn Kai hört, dass ich da bin, kommt er gleich heraus und holt mich. Erwarte mich dort am Gitter, sagte die Krähe, wackelte mit dem Kopfe und flog davon. Erst als es spät am Abend war, kehrte die Krähe wieder zurück. Ra, ra, sagte sie, ich soll dich vielmals von ihr grüßen und hier ist ein kleines Brot für dich. Sie nahm es aus der Küche, dort ist Brot genug und du bist gewiss hungrig. Es ist nicht möglich, dass du in das Schloss hereinkommen kannst. Du bist ja barfuß, die Gardisten in Silber und die Lakaien in Gold würden es nicht erlauben. Aber weine nicht, du sollst schon hinaufkommen. Meine Geliebte kennt eine schmale Hintertreppe, die zum Schlafgemach führt, und sie weiß, wie sie den Schlüssel erhalten kann. Sie gingen in den Garten hinein, in die große Allee, wo ein Blatt nach dem anderen abfiel, und als auf dem Schlosse die Lichter ausgelöscht wurden, das eine nach dem anderen, führte die Krähe die kleine Gerda zu einer Hintertür, die nur angelehnt war. Oh, wie Gerdas Herz vor Angst und Sehnsucht pochte! Es war, als ob sie etwas Böses tun wollte, und sie wollte ja doch nur wissen, ob es der kleine Kai sei. Ja, er musste es sein. Sie gedachte so lebendig seiner klugen Augen, seines langen Haares, sie konnte sehen, wie er lächelte, wie damals, als sie daheim unter den Rosen saßen. Er würde sicher froh sein, sie zu erblicken, zu hören, welchen langen Weg sie um seinetwillen zurückgelegt, zu wissen, wie betrübt sie alle daheim gewesen, als er nicht wiedergekommen. Oh, das war eine Furcht und eine Freude. Nun waren sie auf der Treppe, da brannte eine kleine Lampe auf dem Schranke. Mitten auf dem Fußboden stand die zahme Krähe und wendete den Kopf nach allen Seiten und betrachtete Gerda, die sich verneigte, wie die Großmutter sie gelehrt hatte. »Mein Verlobter hat mir so viel Gutes von Ihnen gesagt, mein kleines Fräulein«, sagte die zahme Krähe. »Ihr Lebenslauf, wie man es nennt, ist auch sehr rührend. Wollen Sie die Lampe nehmen? Dann werde ich vorangehen. Wir gehen hier den geraden Weg, denn da begegnen wir niemand.« »Es ist mir, als käme jemand hinter uns her«, sagte Gerda, und es sauste an ihr vorbei. Es war wie Schatten an der Wand, Pferde mit fliegenden Mähnen und dünnen Beinen, Jägerburschen, Herren und Damen zu Pferde. »Das sind nur Träume«, sagte die Krähe, »die kommen und holen der hohen Herrschaft Gedanken zur Jagd ab. Das ist recht gut, dann können Sie sie besser im Bette betrachten. Aber ich hoffe, wenn Sie zu Ehren und Würden gelangen, werden Sie ein dankbares Herz zeigen.« »Das versteht sich von selbst«, sagte die Krähe vom Walde. Nun kamen sie in den ersten Saal. Der war von rosarotem Atlas mit künstlichen Blumen an den Wänden hinauf. Hier sausten an ihnen schon die Träume vorbei, aber sie fuhren so schnell, dass Gerda die hohen Herrschaften nicht zu sehen bekam. Ein Saal war immer prächtiger als der andere. Ja, man konnte wohl verdutzt werden. Nun waren sie im Schlafgemache. Hier glich die Decke einer großen Palme mit Blättern von kostbarem Glas und mitten auf dem Fußboden hingen an einem dicken Stängel von Gold zwei Betten, von denen jedes wie eine Lilie aussah. Die eine war weiß, in der lag die Prinzessin, die andere war rot
und in dieser sollte Gerda den kleinen Kai suchen. Sie bog eins der roten Blätter zur Seite, da sah sie einen braunen Nacken. Oh, das war Kai! Sie rief laut seinen Namen, hielt die Lampe nach ihm hin. Die Träume sausten zu Pferde wieder in die Stube herein. Er erwachte, drehte den Kopf um und es war nicht der kleine Kai. Der Prinz glich ihm nur im Nacken, aber jung und hübsch war er. Und aus dem weißen Lilienblatte blinzelte die Prinzessin hervor und fragte, wer da wäre. Da weinte die kleine Gerda und erzählte ihre ganze Geschichte und alles, was die Krähen für sie getan hatten. Du armes Kind, sagte der Prinz und die Prinzessin, und sie lobten die Krähen und sagten, dass sie nicht böse auf sie seien, aber sie sollten es ja nicht öfter tun. Ja, nicht öfter tun. Übrigens sollten sie eine Belohnung erhalten. Wollt ihr frei fliegen, sagte die Prinzessin, oder wollt ihr feste Anstellung als Hofkrähen haben, mit allem, was in der Küche abfällt? Beide Krähen verneigten sich und baten um feste Anstellung, denn sie gedachten des Alters und sagten, es wäre schön, etwas für die alten Tage zu haben, wie sie es nannten. Und der Prinz stand aus seinem Bette aus und ließ Gerda darin schlafen. Mehr konnte er nicht tun. Sie faltete ihre kleinen Hände und dachte, wie gut sind nicht die Menschen und die Tiere. Dann schloss sie ihre Augen und schlief sanft. Alle Träume kamen wieder hereingeflogen. Sie sahen wie Engel Gottes aus und zogen einen kleinen Schlitten, auf welchem Kai saß und nickte. Aber das Ganze war nur ein Traum und deshalb war es auch wieder fort, sobald sie erwachte. Am folgenden Tage wurde sie vom Kopfe bis zum Fuße in Seide und Samt gekleidet. Es wurde ihr angeboten, auf dem Schlosse zu bleiben und gute Tage zu genießen, aber sie bat nur um einen kleinen Wagen mit einem Pferde und ein paar Stiefelchen. Dann wollte sie wieder in die weite Welt hinausfahren und Kai suchen. Und sie erhielt sowohl Stiefelchen als auch Muff. Sie wurde niedlich gekleidet, als sie fort wollte, hielt vor der Tür eine neue Kutsche aus reinem Golde, des Prinzen und der Prinzessin Wappen glänzte an derselben wie ein Stern. Kutscher, Diener und Vorreiter, denn es waren auch Vorreiter da, saßen mit Goldkronen auf dem Kopfe zu Pferde. Der Prinz und die Prinzessin halfen ihr selbst in den Wagen und wünschten ihr alles Glück. Die Waldkrähe, welche nun verheiratet war, begleitete sie die ersten 3 Meilen. Sie saß ihr zur Seite, denn sie konnte nicht vertragen, rückwärts zu fahren. Die andere Krähe stand in der Türe und schlug mit den Flügeln. Sie kam nicht mit, denn sie litt an Kopfschmerzen, seitdem sie eine feste Anstellung und zu viel zu essen erhalten hatte. Inwendig war die Kutsche mit Zuckerbrezeln gefüttert, und im Sitze waren Früchte und Pfeffernüsse. Lebe wohl, rief der Prinz und die Prinzessin, und die kleine Gerda weinte und die Krähe weinte. So ging es die ersten 3 Meilen. Dann sagte auch die Krähe lebe wohl, und das war der schwerste Abschied. Sie flog auf einen Baum und schlug mit ihren schwarzen Flügeln, solange sie den Wagen, welcher wie der helle Sonnenschein glänzte, erblicken konnte. So, ich will mal schauen. Ja, ich glaube, ich könnte noch eine Geschichte lesen. Da wird es heute ein bisschen länger, aber nun gut. Das kleine Räubermädchen, das ist die 5. Geschichte. Sie fuhren durch den dunklen Wald, aber die Kutsche leuchtete gleich einer Fackel. Das stach den Räubern in die Augen,
Das konnten sie nicht ertragen. »Das ist Gold, das ist Gold«, riefen sie, stürzten hervor, ergriffen die Pferde, schlugen die kleinen Jockeys, den Kutscher und die Diener tot und zogen dann die kleine Gerda aus dem Wagen. »Sie ist fett, sie ist niedlich, sie ist mit Nusskernen gefüttert«, sagte der Klein, das alte Räuberweib, das einen langen, struppigen Bart und Augenbrauen hatte, die ihr über die Augen herabhingen. »Sie ist so gut wie ein kleines, fettes Lamm. Wie soll die schmecken?« Und dann zog sie ihr blankes Messer heraus, das glänzte, dass es grässlich war. »Nu«, sagte das Weib zu gleicher Zeit, sie wurde von der eigenen Tochter, die auf ihrem Rücken hing, gar wild und unartig, dass es eine Lust war, in das Ohr gebissen. »Du hässlicher Balg«, sagte die Mutter und hatte nicht Zeit, Gerda zu schlachten. »Sie soll mit mir spielen«, sagte das kleine Räubermädchen. »Sie soll mir ihren Muff, ihr hübsches Kleid geben, bei mir in meinem Bette schlafen.« Und dann biss sie wieder, dass das Räuberweib in die Höhe sprang und sich ringsherum drehte. Und alle Räuber lachten und sagten, »Sieh, wie es mit seinem Kalbe tanzt!« »Ich will in den Wagen hinein«, sagte das kleine Räubermädchen. Sie musste und wollte ihren Willen haben, denn sie war ganz verzogen und sehr hartnäckig. Sie und Gerda saßen drinnen und fuhren über Stock und Stein tiefer in den Wald hinein. Das kleine Räubermädchen war so groß wie Gerda, aber stärker, breitschultriger und von dunkler Haut. Die Augen waren schwarz, sie sahen fast traurig aus. Sie fasste die kleine Gerda um den Leib und sagte, »Sie sollen dich nicht schlachten, solange ich dir nicht böse werde. Du bist wohl eine Prinzessin.« »Nein«, sagte Gerda und erzählte alles, was sie erlebt hatte und wie sehr sie den kleinen Kai lieb hätte. Das Räubermädchen betrachtete sie ganz ernsthaft, nickte ein wenig mit dem Kopf und sagte, »Sie sollen dich nicht schlachten. Selbst wenn ich dir böse werde, dann werde ich es schon selbst tun.« Und dann trocknete sie Gerdas Augen und steckte ihre beiden Hände in den schönen Muff, der weich und warm war. Nun hielt die Kutsche. Sie waren mitten auf dem Hofe eines Räuberschlosses. Dasselbe war von oben bis unten geborsten. Raben und Krähen flogen aus den offenen Löchern und die großen Bullenbeißer, von denen jeder aussah, als könne er einen Menschen verschlingen, sprachen hoch empor, aber sie bellten nicht, denn das war verboten. In dem großen, alten, verräucherten Saale brannten mitten auf dem steinernen Fußboden ein helles Feuer. Der Rauch zog unter die Decke und musste sich selbst den Ausweg suchen. Ein großer Braukessel mit Suppe kochte. Hasen und Kaninchen wurden am Spieße gebraten. »Du sollst diese Nacht mit mir bei allen meinen kleinen Tieren schlafen«, sagte das Räubermädchen. Sie bekamen zu essen und zu trinken und gingen dann nach einer Ecke, wo Stroh und Teppiche lagen. Oben darüber saßen auf Latten und Stäben mehr als 100 Tauben, die alle zu schlafen schienen, sich aber noch ein wenig drehten, als die beiden kleinen Mädchen kamen. »Die gehören mir alle«, sagte das kleine Räubermädchen und ergriff rasch eine der nächsten, hielt sie bei den Füßen und schüttelte sie, dass sie mit den Flügeln schlug. »Küsse sie«, rief sie und schlug sie Gerda ins Gesicht. »Da sitzen die Waldkanaillen«, fuhr sie fort und zeigte hinter eine Anzahl Stäbe, die vor einem Loche oben in die Mauer eingeschlagen waren. »Das sind Waldkanaillen, die beiden, die fliegen gleich fort, wenn man sie nicht recht verschlossen hält. Und hier steht mein alter Liebster Bäh.« Und sie zog ein Rentier am Horne hervor, welches einen blanken, kupfernen Ring um den Hals trug und angebunden war. »Den müssen wir auch in der Klemme halten, sonst springt er uns fort. An jedem Abend kitzle ich ihn mit meinem scharfen Messer am Halse. Davor fürchtet er sich.«
Und das kleine Mädchen zog ein langes Messer aus einer Spalte in der Mauer und ließ es über des Rentiers Hals hingleiten. Das arme Tier schlug mit den Beinen aus. Das kleine Räubermädchen lachte und zog dann Gerda mit in das Bett hinein. »Willst du das Messer behalten, wenn du schläfst?« fragte Gerda und blickte etwas furchtsam nach demselben hin. »Ich schlafe immer mit dem Messer«, sagte das kleine Räubermädchen. »Man weiß nie, was vorfallen kann. Aber erzähle mir nun wieder, was du mir vorhin von dem kleinen Kai erzählt hast und weshalb du in die weite Welt hinausgegangen bist.« Und Gerda erzählte wieder von vorn und die Waldtauben gurrten oben im Käfig, aber die anderen Tauben schliefen. Das kleine Räubermädchen legte ihren Arm um Gerdas Hals, hielt das Messer in der anderen Hand und schlief, dass man es hören konnte. Aber Gerda konnte ihre Augen durchaus nicht schließen. Sie wusste nicht, ob sie leben oder sterben sollte. Die Räuber saßen rings um das Feuer, sangen und tranken, und das Räuberweib überpurzelte sich. Oh, es war dies mit anzusehen ganz grässlich für das kleine Mädchen. Da sagten die Waldtauben, Gurre, Gurre, wir haben den kleinen Kai gesehen. Ein weißes Huhn trug seinen Schlitten. Er saß im Wagen der Schneekönigin, welcher dicht über den Wald hinfuhr. Als wir im Neste lagen, sie blies auf uns junge Tauben und außer uns beiden starben alle. Gurre, Gurre! Was sagt ihr dort oben? Rief Gerda. Wohin reiste die Schneekönigin? Wisst ihr etwas davon? Sie reiste wahrscheinlich nach Lappland, denn dort ist immer Schnee und Eis. Frage das Rentier, welches am Stricke angebunden steht. Dort ist Eis und Schnee. Dort ist es herrlich und gut, sagte das Rentier. Dort springt man frei umher in den großen, glänzenden Tälern. Dort hat die Schneekönigin ihr Sommerzelt, aber ihr bestes Schloss ist oben gegen den Nordpol hin, auf der Insel, die Spitzbergen genannt wird. O Kai, kleiner Kai, seufzte Gerda. Du musst still liegen, sagte das Räubermädchen, sonst stoße ich dir das Messer in den Leib. Am Morgen erzählte Gerda ihr alles, was die Waldtauben gesagt hatten, und das kleine Räubermädchen sah ernsthaft aus, nickte mit dem Kopf und sagte, das ist einerlei, das ist einerlei. Weißt du, wo Lappland ist? Fragte das Rentier. Wer könnte es wohl besser wissen als ich, sagte das Tier, und die Augen funkelten ihm im Kopf. Dort bin ich geboren und erzogen. Dort bin ich auf den Schneefeldern umhergesprungen. Höre, sagte das Räubermädchen zu Gerda, du siehst, alle unsere Mannsleute sind fort. Nur die Mutter ist noch hier und die bleibt. Aber gegen Mittag trinkt sie aus der großen Flasche und schlummert nachher ein wenig darauf. Dann werde ich etwas für dich tun. Nun sprang sie aus dem Bette, fuhr der Mutter um den Hals, zog sie am Bart und sagte, mein einzig lieber Ziegenbock, guten Morgen. Und die Mutter gab ihr Nasenstüber, sodass die Nase rot und blau wurde. Und das geschah alles aus lauter Liebe. Als die Mutter dann aus ihrer Flasche getrunken hatte und darauf einschlief, ging das Räubermädchen zum Rentier hin und sagte, ich könnte große Freude daran haben, dich noch manches Mal mit dem scharfen Messer zu kitzeln, denn dann bist du so possierlich, aber es ist einerlei. Ich will deine Schnur lösen und dir hinaushelfen, damit du nach Lappland laufen kannst. Aber du musst tüchtig Beine machen und dieses kleine Mädchen zum Schlosse der Schneekönigin bringen, wo ihr Spielkamerad ist. Du hast wohl gehört, was sie erzählte, denn sie sprach laut genug und du horchtest. Das Rentier sprang vor Freuden hoch auf. Das Räubermädchen hob die kleine Gerda hinauf
und hatte die Vorsicht, sie festzubinden, ja ihr sogar ihr kleines Kissen als Sitz mitzugeben. Da hast du auch deine Pelzstiefel, sagte sie, denn es wird kalt, aber den Muff behalte ich, der ist gar zu niedlich. Darum sollst du aber noch nicht frieren. Hier hast du meiner Mutter große Fausthandschuhe. Die reichen dir gerade bis zu den Ellenbogen hinauf. Kriech hinein. Nun siehst du an den Händen ebenso aus wie meine hässliche Mutter. Und Gerda weinte vor Freuden. Ich kann nicht leiden, dass du grinsest, sagte das kleine Räubermädchen. Jetzt musst du gerade recht froh aussehen. Und hier hast du zwei Brote und einen Schinken. Nun wirst du nicht mehr hungern. Beides wurde hinten auf das Rentier gebunden. Das kleine Räubermädchen öffnete die Türe, lockte alle die großen Hunde herein, durchschnitt dann den Strick mit dem scharfen Messer und sagte zum Rentiere, lauf nun, aber gib recht auf das kleine Mädchen Acht. Und Gerda streckte die Hände mit den großen Fausthandschuhen gegen das Räubermädchen aus und sagte, lebe wohl. Dann jagte das Rentier über Stock und Stein davon, durch den großen Wald, über Sümpfe und Steppen, so schnell es nur konnte. Die Wölfe heulten und die Raben schrien. Pfut, pfut, ging es am Himmel. Es war, als sprühe der Himmel Feuer. Das sind meine alten Nordlichter, sagte das Rentier. Sieh, wie sie leuchten. Und nun lief es noch schneller davon, Tag und Nacht. Die Brote wurden verzehrt, der Schinken auch, und dann waren sie in Lappland. So, jetzt folgen nur noch die Geschichte 6 und 7, die werde ich morgen vorlesen. Bis dann!